glaube, da fehlt was. Es wurde anscheinend beschädigt. Wer verwischt hier seine Spuren? Wir müssen schnell hier weg! Komm jetzt! Ohne deine Hilfe würde ich da drin immer noch Fotos machen. Diese Zahl sieht wie eine 13 aus. Die Erde ist geneigt, deswegen sieht man die Sterne an verschiedenen Stellen des Horizonts. Besonders wichtig, wenn man bei Nacht navigiert. Ich tu dir nichts. Du arbeitest für Trinity. Was haben die gefunden? Sie haben sehr lange nach dem Eingang des Tempels gesucht. Die haben ihn gefunden. Ich muss meine Schwester warnen. Sie wird bald hier sein. Ich kenne diese Figur. Das ist X-Chill, die Göttin des Vollmonds. Das ist Chug-Chill, der Neumond. Da ist eine Inschrift. Chug-Chill. Der Schlüssel liegt jenseits ihres Blickes. Ihr Schlüssel. Das ist es. Der Eingang muss da unten sein. Ja, damit willkommen zurück. Drücken Sie A, um zu springen, und X, um dann... Achso, da oben. Alles klar. Okay, das müsste gehen. Alles klar. Hier ist Commander Rourke. Sofort die Stätte sichern. Wenn Dr. Dominguez eintrifft, gehen wir zusammen rein. Blick zu dieser Höhle. Geil. Absehen, oder? Jonah, ich betrete eine Höhle. Möglicher Kontaktverlust. Verstanden. Ich behalte hier Trinity im Auge. Die Höhle steht anscheinend sonst unter Wasser. Inschriften auf diesem Maya-Monolithen sind unleserlich geworden.
Alles scheiße. Das hätte ich kommen sehen müssen. Das hier. Zellen. Scheint es reinzugehen. Ne? Ich muss den Tempel finden, nachdem Dominguez sucht. Verstärkte Messer erforderlich. Haben wir keins. Verfehlt. Jonah, ich bin da. In einem unterirdischen Tempel. Gut. Wow. Das ist nicht gut. Lara, Trinity sprengt sich den Weg frei. Ich merk's, alles bebt schon. Da ist eine Pyramide. Ich gehe auf zur Spitze. Okay, ich versuch's jetzt mal mit dem Maustastatur, weil ich bin normalerweise
Maustastatur spiele. Jonah, ich bin da. In einem unterirdischen Tempel. Gut. Das ist nicht gut. Lara, Trinity sprengt sich den Weg frei. Ich merk's, alles bebt schon. Da ist eine Pyramide. Ich gehe rauf zur Spitze. Gut. Es gibt Plattformen, um nach oben zu kommen. Ich muss sie nur irgendwie beschweren. Ich verliere dich. Ich habe hier Aktivität. Ich gehe jetzt näher ran. Oh, ich habe Besuch im Teamspeak. Mm.
Ich kann versuchen, die Drehscheibe mit der Kurbel zu drehen. Welche Kurbel? Ist da hier eine Kurbel drin? Ah ja. Okay, wir hätten es vielleicht nicht abschneiden sollen. Jetzt Astro schneiden. Dann das verbinden. Den Wagen hochziehen. Und da lassen wir den einfach da reinkrachen. Jonah, hier ist eine Wandmalerei. Darauf ist eine Schatulle abgebildet. Die Inschrift lautet: Die silberne Schatulle von X'Chell. Die muss in der verborgenen Stadt sein. Das ist ein Maya-Mythos. Die Schatulle beschwört offenbar den Gott Kukulkan. Der Gott der Schöpfung. Danach sucht Trinity also. Warte, das war's noch nicht. Das sieht wie eine Reihe von Katastrophen aus. Ein Tsunami. Ein Sturm, ein Erdbeben, ein Vulkanausbruch. So viel zum Gott der Schöpfung. Naja, bei den Maya ist Kukulkan der Gott der Schöpfung und der Zerstörung. Das sieht wie die Hydra-Konstellation aus, aber die Sterne sind falsch angeordnet. Jonah, ich habe einen Dolch gefunden. Und da ist eine Inschrift. Der Schlüssel zu X'Chells Herz leitet die Säuberung ein. Trinity darf das auf keinen Fall kriegen. Lass uns nachdenken. Scheiße, Lara, zu dir kommen ein paar Trinity-Wachen. Was habe ich getan?
Scheiße. Jonah, geh weiter rauf. Oh nein, du hast ihn genommen, oder? Schnell. Einmal das Ding. Wer? Dr. Dominguez und mehr Männer. Wir haben wohl gefunden, was wir suchen. Gut. Dann beginnt die Belagerung. Ja, deshalb kriegen wir auch Verstärkung. Ja, ich hab's gehört, okay? Dominguez kommt heute Abend. Schon klar. Ich sage, der Regen wird alles überfluten. Was denkst du denn, was ich mache? Ich überprüfe gerade die Pumpe. Okay. Sorgen wir dafür, dass alles okay ist. Okay. Ah, alles gut. Ja. Das fällt ja gar nicht hoch. Wie läuft's mit der Pumpe? Antworte endlich! Bist du schon fertig mit der Pumpe? Jetzt ist keine Zeit für Spielchen, Blödmann. Steckst du im Aufzug fest? Komm hier nicht raus. Operation Blackout wurde eingeleitet. Kein einheimischer Arbeiter kommt lebend hier weg. Scheiße. Wir haben das geplant. Die gesamte Umgebung sichern. Was da wohl drin sein mag? Weiß ich nicht. Aber die Werte sollen jeden Rahmen sprengen. Sorgen wir einfach dafür, dass alles sicher ist, wenn Commander Rogue eintrifft. Wir sind bereit. Inspektoren kommen. Bereit machen. Commander Rogue. Okay, kriegt man den hin? Ja. Alter, wie brutal. Verdammt! Ach, keine Sorge, krieg ich hin. Das dauert viel zu lange. Falls Dominguez auf uns warten muss, wenn Inspektoren er kommt, wird das unangenehm. Bereit machen! Fast geladen! Was läuft da am Tor? Die Archäologen sind da. Jetzt schon? Ja, Operation Black. Nein. Das war genau der ohne Waffe. Oh, cool. Privilegien mehr. Commander Rook, hier ist Kammerleader. Operation Blackout abgeschlossen. Keine Zeugen und Städte gesichert. Ich muss schnell sein. Okay, entsorgen wir die Leichen. Du hörst den Polizeifunk ab. Sag Bescheid, wenn die Schüsse gemeldet werden. Rook und die Verstärkung sind unterwegs. Alles muss bereit sein, wenn sie eintreffen. Weiter. Scheiß Archäologen. Zum Glück sind wir die los. Die haben schon ewig versucht, unser Vorhaben zu torpedieren. Das haben sie jetzt davon. Hoffentlich war es das wert. Richtig. Die Arschlöcher waren zu neugierig. Basislager, hier ist Gammalida. Wo bleibt die Verstärkung? Was? Basislager an Außenposten. Komm. Außenposten, bist du da? Bereit machen. Fast geladen. Immer schön, ne? Wo ist der hin? Da muss irgendwas sein. Da ist nix. Du gehst voraus. Geh voraus. Du
Vielleicht dort. Ziel wieder nach Feindschuhen! Halten! Feste Linie, Reiterin, bestätigen. Hört ihr mit? Die Ziele sind so tricky. Ist ja auch eigentlich keine Ego-Schule. Manchmal geht's nicht anders. Dir nichts. Lara Croft. Ich hatte gehofft, wir treffen uns anderweitig. Ich interessiere mich schon lang für deine Arbeit. Wie von Trinity zu erwarten war. Schlüssel von Chuck Chell. Mein Leben lang habe ich danach gesucht. Wo ist die Schatulle von X Chell? Gib sie mir. Sie ist an einem sicheren Ort. Du hast sie nicht? Dass du ihn einfach nimmst, hätte ich nie erwartet. Mit der Schatulle und diesem Schlüssel können wir die Welt neu erschaffen. Frei von Schwäche, Gewalt. Und ohne all das hier. Aber ohne die Schatulle droht die Apokalypse. Das wird der Tod der Sonne. Du lügst. Lara. Du hast es gespürt, oder etwa nicht? Erdbeben sind normal. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Du hättest das doch auch gemacht. Gott. Ja. Du hast den Schlüssel entfernt und dadurch die Apokalypse ausgelöst. Ist dir eigentlich bewusst, was du angerichtet hast? Ja.
Jetzt liegt es an mir allein, sie zu stoppen, bevor es zu spät ist. Nächste Folge wieder, wie man vielleicht nochmal sterben würde. Bis ich mal schaffen.